Ich möchte es aus eigener Kraft schaffen. Ein geiler Satz, den ich immer wieder höre und der ein kompletter gedanklicher Zusammenbruch ist, weil ich nehme dich mal mit in ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Die zwei aller wichtigsten Dinge, die du jemals in deinem Leben gelernt hast, sind Laufen und Sprechen. Und von wem hast du es denn gelernt? Von wem hast du gelernt, wie man läuft? Von wem hast du gelernt, wie man spricht? Du hast Mama und Papa angeschaut. Du hast vielleicht Freunde von Mama und Papa gesehen, wie sie laufen. Und hast dir dann überlegt, unterbewusst, ja, okay, das kann ich auch. Wenn die das können, kann ich das auch, und hast es einfach umgesetzt. Und wie lernt ein kleines Baby sprechen? Mama, Mama, Papa, 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 Papa. Und warum? Weil Mama und Papa den ganzen Tag vor ihnen stehen und ihnen sagen, und sich vor das Kind hinsetzen und sagen, Mama, 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 sag mal Papa, Papa. Kennst du vielleicht, wenn du eigene Freunde hast, die Kinder haben, oder wenn du vielleicht sogar selber schon Kinder hast. So lernen Kinder sprechen. Sie lernen es von anderen. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, sich immer mal wieder anzuschauen, wie machen Kinder das einfach, weil Kinder sind total intuitiv. Ja, die machen Dinge einfach aus dem Reflex heraus, aus so einer ganz natürlichen Art und Weise lernen Kinder, wie man Dinge tut. Und wenn sogar ein kleines Kind verstanden hat, dass es nicht sinnvoll ist, alles aus eigener Kraft zu machen, du kannst das tun, ja, aber du wirst dir immer wieder selber im Weg stehen, du wirst keinen neuen Input bekommen und du wirst dein Potenzial, du wirst weit, weit, weit unter deinem Potenzial liegen. Und ganz ehrlich, das haben doch deine Kunden gar nicht verdient. Deine Kunden bezahlen dir einen Haufen Geld dafür, dass du ihnen die bestmögliche Betreuung gibst. Also such dir einen Coach oder lass dir von anderer Seite helfen.